Bei Stranger Than Fiction sehe ich zum ersten Mal einen Will Ferrell, der wirklich eine großartige Performance hinlegt. Seine Comedies wie Elf oder Stiefbrüder sind wirklich nicht nur nicht mein Geschmack, sondern ich fand sie einfach nur grauenhaft. Aber hier ist er wirklich als Schauspieler zum ersten Mal so richtig aufgeblüht, bietet eine tolle Darstellung und geht vor allem selbst gegenüber großartiger Schauspieler wie Dustin Hoffman und Emma Thompson zu keiner Sekunde ab. Der Film hat eine interessante, großartig entwickelte Geschichte, die zwar jetzt vielleicht nicht immer Sinn macht, aber wo man im Endeffekt dann doch alles hinterfragen kann und für alles irgendwie eine Erklärung findet. Es ist nicht so, dass der Film einen reinlegt. Es ist nicht so, dass in dem Film irgendetwas tatsächlich Sinnloses passiert. Es ist einfach nur so, dass der Film dem Zuschauer nicht jede Erklärung vor die Füße hinlegt und sagt, da, so. Sondern dass man einfach mitdenken und im Endeffekt vielleicht auch noch etwas interpretieren muss. Wenn man das tut, macht der Film im Endeffekt Sinn, ist eine dynamisch erzählte, spannende, interessante und vor allem extrem innovative Geschichte, die ich jedem wirklich nur empfehlen kann.